Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Homeworld Deserts of Karak. Und wir haben die ersten zwei Missionen gerade gemacht, kommen jetzt zur dritten. Und ja, momentan sieht es noch gut für uns aus, doch wir sind in diesem wunderschönen Sturm gefangen. Und hinter uns nur Feinde, alles Rote, was ihr hier seht, sind die Galici. Galici war es nicht. Von dem feindlichen Kith halt, von dem feindlichen Clan. Die Truppen, die unsere Außenposten komplett vernichtet haben und sind hinter uns her. Mal schauen, ob wir vor ihnen bleiben können oder ob wir irgendwann eingeholt werden. Oh, anscheinend wurde oben sogar angegriffen gerade. Kap des Zorns, ha, wusste ich's doch. Cape Wrath. Doch nicht Jezorn, Zorn. Ja, wie man sieht, hier alles war mal Meer. Ein Meer, zwei Meere, wer weiß. Wahrscheinlich eher eins, das sieht hier sehr verbunden aus. Und hier, das war eigentlich die Landmasse, aber jetzt ist alles nur noch Staub. Alles Staub und Sand. Das ist ein Wüstenplanet, auf dem wir momentan noch existieren. Und ich kann schon verstehen, warum sie abhauen wollen. Nicht nur wegen dem Krieg. Ach, es schaut so gut aus. Initial satellite data identified the location of the primary anomaly, along with dozens of secondary targets. We will take a northern route, skirting the Belladon Formation. Doing this, we will avoid Galcian territory and the worst of the deep desert heat. We will then cut south to the primary anomaly, the main goal of our expedition. As Chief Science Officer, Rachel Sajet will sample, analyze, and provide intelligence on these objects as we move deeper into the desert. The carrier Sakala has confirmed they are moving east with significant force and are expected to meet us at these coordinates. East of Cape Wrath, a place known as Hell's Gate. Ach ja, das Höllentor, das kann ja nur ein toller Ort sein. Hier sollen wir uns mit unseren Verbündeten treffen, ich bin gespannt. Das Schöne ist, Rachel steht ein bisschen heraus aus der Masse, dadurch, dass sie eine andere Farbe hat. Und seht ihr, wir haben immer noch alle Schiffe, alle Gefährte, die wir vorher hatten. Und jetzt können wir auch den bewegen, meine ich. Aus irgendeinem Grund war das wieder bugged. Das hatte ich aber beim ersten Spiel nicht. Primary shunting systems are now online. Meine ich. Power may now be shunted to weapons, armor, repairs and long-range targeting systems. Right. Geil. Geil, geil, geil. Stimmt, wir können ja auch noch die Energie verteilen. 3 von 22 Energie. Und wir können unsere Energie in bestimmte Systeme verteilen und dadurch eben in gewisser Weise stärker werden. Reaktive Panzerung, dass unsere Panzerung steigt. Oh, da können wir sogar Trägerschiff Selbstreparaturen haben, dass wir reparieren können. Mit einem Punkt werden unsere Strahlen schon online gehen und mit jedem weiteren werden sie um 50% mächtiger. Ziemlich nice. Ein Turmnetzwerk, wir können voll auf defensiv gehen. Oh, 2 Raketen pro Schuss, erhöhen der Geschützturmfeuerrate. Nice, wir können Raketensysteme rumfeuern. Cool. Reichweitensysteme, damit können wir die Geschützreichweite verbessern. Also die beiden sind natürlich in Kombination am besten. Das hier, wenn wir umgebende Schiffe reparieren wollen, und das hier einfach, wenn wir länger durchhalten müssen, aus irgendeinem Grund. Hallo Nobody, schön, dass du reinschaust. Willkommen zu Homeworld Deserts of Karak. Und ich finde, man sieht genau, was abgeht, ne, gerade in dem Moment hier. Sehr cool. Bringe die Capisi tiefer in das Höllentor. Ja, das ist eine super Idee, habe ich gehört. Not really, aber ist okay. Wir haben leider keine Formationen, ne? Taktischer Modus, Schnellausfall. Schnellauswahl, F3, F... Ne, das... Okay, da können wir... Ah, okay, mit Alt können wir gar nicht mehr auswählen. Interesting, okay. Bei Homeworld geht das, bei Homeworld Remastered und auch... Also bei den Älteren ging das. Wenn man Alt gedrückt hielt, konnte man
konnte man fokussieren auf bestimmte Punkte, egal was. Also ob es ein eigenes Schiff war, ob es ein gegnerisches Schiff war, ist egal. Dann hat man so ein Auge hier am Mauszeiger bekommen und konnte sich dann darauf fokussieren. Ich glaube, ich brauche die nicht. Ich denke mal, die Umrandung hier reicht mir. Ich würde jetzt aber gerne noch was nachgucken. F10 war es, ne, bei Homeworld. Genau. Steuerung. Ich will ganz kurz mal reinschauen, ob ich irgendwie das HUD ausblenden kann. Taktisches Display. Jo, kann ich es auch wieder einschalten, das ist gut. Ich glaube, ich kann das HUD nicht aus. Doch, da, Glasmodus, HUD verbergen. STRGH, okay, cool. Es war immer schon ein bisschen eigen bei Homeworld. Das Spielmenü ist nicht Escape, wie in allen anderen Spielen, die es so gibt, sondern F10. Sehr, sehr interesting. Oh, sehr gut, schaut euch das an, das sieht so geil aus. Unsere Panzerfahrzeuge mit Gatlings obendrauf. Unsere kleineren Fahrzeuge mit kleineren, das sind wahrscheinlich eigentlich so fette Geschütze, zumindest wenn man das mit unseren vergleicht. Interessante Technologie, unsere Erntemaschinen. Die sehen so geil aus. Mit Bohrern oder was auch immer das sein soll und Greifarm. Hey, die sehen ein bisschen aus wie von Homeworld 2, wenn man die Ketten sich wegdenkt und sie ein bisschen weniger lang macht, ein bisschen kürzer macht, ein bisschen bulkiger und zwei Greifarme unten dran packt, anstatt dieses komische Monstrum hier. Dann können das schon, ne? Haben sie vielleicht daraus gezogen. Cool. Unser Carrier, mit dem wir auch später Flugzeuge starten können, was auch ziemlich geil ist. Und die kommen dann hier hoch, fliegen dann los und hier landen sie wieder. Das ist voll geil. Also wirklich, es ist wirklich ein Carrier hier, das Ding. Okay, gut, schauen wir uns erstmal um. Rachel, du machst mal ein bisschen Scout-Move. Ihr kommt mal mit in die Richtung und kriegt ein bisschen was an Reparatur mit. Und EKPC macht sich auf den Weg. Ihr allerdings habt noch nicht wirklich eine Aufgabe. Ich mache euch mal als Gruppe 10. Und dann können wir mit euch auch was tun. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar bauen müssen. Finde ich nicht so prickelnd, aber... Schauen wir mal. Ein C und C? Nein, es hat absolut nichts mit Command & Conquer zu tun. Ich bin noch nicht sicher, ob es so viele Überschneidungen davon gibt. Wahrscheinlich. Ich meine, es ist Strategie 101 im Endeffekt, ne? Aber es hat nichts mit Command & Conquer zu tun, nicht in das Lightest, was die Lore, die Story oder Ähnliches angeht. Ach ja, das gibt's ja auch. Receiving! Overdrive! Punch it! Warning, Rachel's hull is at 75%. Yeah, Rachel wird schon überleben, hoffe ich. Rachel's hull is at 50%. Repair crew to station. Reading, get out of here! Ja, Rachel, beweg dich mal bitte zu deinem Freund hier. Oh, der kann auch gut feuern, der Begleitkreuzer. Ziemlich nice. Ich hoffe, sie überlebt. Könnt ihr mal bitte ein bisschen schneller gehen hier? Thank you. Das war ein bisschen knapper, als ich gedacht hätte, dass es wird. Ein bisschen knapper. Copy that, Rachel. Recommend commencing resource operations. Ich glaube, wir haben niemanden verloren, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ich will auf jeden Fall noch einen bauen. Wo sind Resources? Resources, Resources, Resources. Ah, da oben, okay. Schauen wir erstmal, dass Rachel wieder fit wird. Oh, sie ist ganz schön down. Gary LP1 läuft. War vielleicht nicht die beste Idee, sie vorzuschicken, aber ich meine, sie ist the tankiest of us all. Und da sie alle Schüsse abgefangen hat, haben wir nicht einen verloren. Also ich finde es schon wert. Wie wäre es, wenn wir mal alles in Heilung stoppen? Und dann kann unser Carrier mit reparieren. Ja, er repariert mit. Sehr gut, dann kriegen wir das vielleicht ein bisschen schneller hin. Vor allem, weil du... Warum bist du nur auf Stufe 2? Aber gut, du machst 50% schnellere Reparatur. Ja, ihr seht hier, hier ist ein Strahl und hier an der Ecke kommt ein Strahl. Also wird gerade ultraschnell hochgeheilt. Okay, passt. Vielleicht sollen wir das nächste Mal auch echt unseren Carrier mit reinnehmen. Die Gruppen sind noch nicht groß genug, dass sie unserem Carrier wirklich schaden können. Zumindest nicht so viel. Und wir haben Reparaturfahrzeuge in der Nähe. Wir dürfen unseren Begleitkreuzer niemals verlieren, aber trotzdem. Hallo 42, falls ich noch nicht Hallo gesagt habe. Schön, dass du reinschaust. Das war das Erste, was dir in den Sinn kam, als du es gesehen hast, okay. Ja, aber Homeworld ist eine ganz eigene IP und die Fahrzeuge... Ja gut, ich meine,
wahrscheinlich schon dieses normale Rock-Paper-Scissors-Prinzip, also Steinschere-Papier-Prinzip, gibt es natürlich in jedem RTS in gewisser Weise, sogar in StarCraft im Endeffekt. Da ist es nur, da sind nur die Einheiten asynchroner als hier, meine ich, obwohl es hier auch ein bisschen asynchron ist. Ich meine, wir haben als Panzerfahrzeuge Gatling Guns, die haben als Panzerfahrzeuge Rail Guns. Ich weiß nicht, was mir lieber ist. Wir machen aber guten Schaden. 35 Schaden, 15 Panzerung. Ich habe gar keine Panzerung, das ist traurig. Okay, ist ja dieselben. Wir sind in unsere kleinen Fahrzeuge. Unsere kleinen Fahrzeuge haben gar keine Panzerung, aber 15 Schaden. Okay. Und Rachel hat auch 15 Schaden. Ne, 15 Panzerung, 6 Schaden. Habe ich das eben falsch gelesen? Wirklich? Oder hat es nicht gelesen? Na gut. Okay, jetzt können wir endlich weiterziehen. Strike confirmed. Destination set. Cruiser ready. We're cleared to move. Let's go. PC reading. New heading. Check. System is ready. CU is identified. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall auch die einsammeln. Strike responding. This resource is extremely rare on Karak and is used in the fabrication of advanced vehicles. Yeah. Be advised. RUs will allow armored assault vehicle production. Also wir brauchen RUs, um halt wirklich gute Waffen herzustellen und gute Fahrzeuge. Während wir normale Konstruktionseinheiten einfach, die brauchen wir generell zu konstruieren. Aber das hier ist für richtig gute Einheiten. Zum Beispiel auch Flugzeuge, meine ich. Ohne die können wir keine Flugzeuge bauen. Deshalb will ich aber erst die normalen Konstruktionseinheiten sammeln, um mir noch ein, zwei Gatherer zu machen. However, range munitions can still pierce their hulls. Carrier. Light assault vehicles can evade ranged fire. Employ them against long-range units. Oh, ich wünsche, das hier könnte ich machen. Panzer bauen, freischalten, wäre schon geil, ne? Panzerproduktion. Das sind dann die mit den geilen Railguns. Go ahead. Das hier ist echt einfach nur ein Panzer mit einem Turm drauf. Schon. Okay, du machst das automatisch. Gut, Panzer können wir noch nicht machen. Aber dafür... Ich will noch zwei weitere haben, damit wir mindestens zwei Ressourcenoperationen gleichzeitig betreiben können. Das ging übrigens nur so schnell, weil sie direkt unseren Begleitkreuzer zum Abladen daneben stehen hatten. Ohne den müssten sie erst zu Carrier zurück. Weathering indicates they've been exposed to the desert for years. Salvage intel. Be advised. The beacon signal is getting stronger. We must be getting closer. Control group 8 designated. Uh-oh. Oh, toll. Unsere Sensoren spielen verrückt. Hallo, Nadinchen. There's still no way to know if it's the Sakala. Hoffentlich ist die Sakala. Wir brauchen Unterstützung. Wir sind Rachel, allein. Form up with an escort and search for the source of the coalition signal. Proceed with caution. Copy that intel. We'll prep our equipment as we go. Okay. On our way. Kommt immer bitte hier hin. Ihr seid gerade ein bisschen vulnerable, aber ich will die zwei isolieren, weil ich will die in Zweiergruppen haben. Das heißt, 8 ist Carrier, 9, 10 sind unsere Salvage Groups. 1, 2, 3 sind unsere Combat Groups, 4 ist unser Begleitkreuzer. Ah, ich mag das Combat Chatter einfach, das ist so cool. Das mag ich in all den Games. Wir sind in so einer schönen Schlucht hier, schaut euch das an, das sieht voll cool aus. Wobei die hier nur aus Sand besteht im Endeffekt. Vielleicht ist da noch Stein drunter, aber... Na, hier ist Stein, ne? Aber vielleicht ist das nur ein Aufwurf von Sand. Aber wie die Düne gestaltet ist, müsste der Wind aus der anderen Richtung kommen, oder? Die scharfen Kanten und starke Abfall... Ja, maybe. Ein bisschen komisch designt. Weil normalerweise bildet der Sand halt auf der Seite des Windes eine flache Seite. Dann gibt es eine scharfe Kante und dann gibt es einen starken Abfall auf der anderen Seite, weil dort eben der Sand sich so aufgetürmt wird praktisch von der Richtung aus. Nur so mal nebenbei. Ich glaube wieder zu viel, ein Neuer wird was sehen. Okay. Carrier ist halt ziemlich groß und nicht gut manövrierfähig. Schön mit Rechtsklick geht das hier. Ich glaube, wir schalten einfach mal alles ein. Selbstreparatur kriegt der Carrier nur bei 5 Punkten. Oh, und jedes Ding kostet, glaube ich, mehr Punkte. Ah, okay.
Das ist nicht nur die Stufe, was ihr hier seht. Ich glaube, das sind auch die Punkte an Energie, die wir investieren müssen. Also praktisch auf Stufe 5 müssen wir 7, 8, 9, 10, müssen wir 15 Punkte investieren, um da um ganz hoch zu kommen, damit wir Selbstreparatur haben. Und wir können nur... Oh, Hitzeanzeige haben wir auch noch. Ugh. Geil. Und wir können nur 22 Punkte haben. Das heißt, wir können Maximum eines voll ausfüllen. Ich bin sehr langsam. Ich kann leider das Sekundärziel nicht erfüllen momentan. Sejet mit einer Eskorte schicken. Ja, ich meine, unsere Eskorte ist die gesamte Flotte. Das ist jetzt nicht das Schönste, muss ich zugeben. Das ist nicht das Beste, was ich mir vorstellen kann. Ich werde jetzt erstmal hier scouten. Weil... Es könnte sein, dass sie hier wieder verstecken, die Schweine. Oh, hier gibt's was zum Abbauen. Schön, dass du reinschaust, Nadinchen. Oh, haha, hallo Sakala. Ist das nicht die Sakala? Oh, ich glaube, das wird... Oh ja, das ist storyrelevant. Oops. Rachel's team has begun to investigate the derelict carrier. We're exposed as long as we hold position here. A defensive perimeter must be established in order to protect Rachel and her team. Sie können jetzt mehr kontrollieren. Understood. Smaller craft, you are clear to approach the derelict. System is ready. Strike craft ready. On our way. Okay, unsere Strike craft kommen schon mal dahin. Ihr holt euch das. Ich glaube, ich brauche ihn hier. Sierra Charlie 7208. Sierra Charlie 7208, okay. Oh, schaut euch das an, dieser Carrier. Rachel, you're aboard the Sejet carrier Ifrit Nabal. Ooh, part of the coalition's lost expedition. This is my brother's ship. Oh my god. New heading, Chad. Salvage array ready. We got an assignment. Continuing search, Intel. Yeah, the carrier blockiert die gerade. Hostile light attack vehicle, visually authenticated. Hostile detected. Visual unconfirmed. What? Allied traffic has been engaged. Provide fire support. Fire! Take them apart! Strike craft destroying. Wir brauchen unsere Reparaturschiffe. Oh, that hurts. Oh, das sind andere Schiffe, das sind keine Railguns. So geil, wie sie einfach fliegen. Über die Dünen jumpen, das ist voll gut gemacht. Oh, könnt ihr die Dinger mal ausschalten? Okay, komm zurück. Dass die zu uns kommen. Ja, und da sind die schweren Railguns. Oh, damn. Dreckigen Penner, die sie sind. Okay, da sind die Railguns down. Wir haben ein bisschen Smokescreens. Diesmal habe ich dran gedacht. Vielleicht kriege ich es ja doch mal hin, ein bisschen reaktiv zu sein, was das angeht. Ja, das sollte kein Problem sein, oder? Gerade die will ich nicht senden, aber passt schon. Okay, weißt du was? Ich brauche keine Reichweite, ich brauche mehr Damage. Okay, reparieren würde sich hoffentlich selber können. Und da kommt ihr wieder, ihr Freunde. Ihn können wir jetzt gar nicht reparieren, weil Rachel nicht da ist. Ein bisschen dreckig. More Galthian reinforcements are inbound. Return to the PC immediately. Negative intel. We found a piece of unidentified technology grafted into the carrier sensor array. Keep us covered while we extract this artifact from the bulkhead.
marked on approach. Roger that. Na, Freunde des Smokescreens. You need to hurry. Understood. Give us 5 minutes. That should be enough time. Orders! Go for orders! Strike craft. Destroy. Acknowledged. Overdrive. Punch it! Gib Gas. Wir holen uns die Penner. Yeah, schaut's euch an. Die Railguns können nämlich nichts gegen die. Die anderen schon. Da müssen wir aufpassen. Aber die Railguns, die ziehen wir ganz schnell ab. Wir müssen warten, bis Rachel den Vorschlag abgeschlossen hat. Haben wir da keinen Speedboost mehr. Schade. Aber damit können wir schön Hit-and-Run Taktik selber durchführen. Selbst durchführen. Moment, hier, ihr kommt hier hin. Oh nein. Ihr seid witzig. Reicht es? Ja, das reicht. Da kriegen wir mit so ein bisschen Raketen durch. Ich hätte gern Rachel jetzt, um zu reparieren hier. Das muss der Carrier jetzt selber machen. Das ist wichtig. Nicht hier, Nadinchen. Sag ich gleich, was du gerade noch Pause machen. Ganz kurz. Es gibt hier nur Karak. Karak ist der Planet, also der Heimatplanet dieses Volkes, der Kushan. Aber zumindest, also sie denken es noch, dass das der Heimatplanet ist. Aber dieses Game mündet in Homeworld 1 und Homeworld 1 wieder in Homeworld 2. Und in Homeworld 1 entdecken sie halt, dass der Heimatplanet eigentlich ein anderer ist. Und das ist dann ab Homeworld 1 alles nur noch in Space. Und hier sind wir eben auf dem Planeten. Das hier ist praktisch die Prequel zu den beiden anderen Games. Achso, du hast Spyro gedaddelt, das ist schön. Aber nein, du hast nichts verpasst. Machen wir weiter. Hoffentlich sterben wir ja nicht. Oh, P. P? P. Warning. Ah, das ist nicht so cool. Ja, I know. Aber er muss Rachel ein bisschen. Okay. I know what they're doing. I think I can merge it with our systems and greatly enhance our sensor capabilities. Okay, done. Get us confirmed visual. Cruiser ready. Strike. Ah, and there it goes. Effective fire. Mehr kleine Panzers. Allied traps light attack vehicle under fire. Aber seht ihr, die wählen automatisch die Gegner aus, die für sie am besten zu bekämpfen sind. Und die leichten Angriffsfahrzeuge wählen sich immer die Angriffsschiffe oder Railguns aus, während die schweren sich die kleinen Schiffe vorknöpfen mit ihren Miniguns. Und dann kurz einen Prozess mit denen hoffentlich machen. Wir haben noch kein Schiff verloren, kein Fahrzeug. Aber das bleibt dabei. Ja, jetzt sind wir ein bisschen weit weg. Gib mal ein bisschen Gas. Ihr kämpft ihn wieder. Unser Carrier wird weiter weggepickt. Das ist geil. Please hurry, Rachel. Prep for displacement. Armor confirms. Okay, Carrier hält. Ich werde den Carrier jetzt reparieren lassen. Schick die hier mal ein bisschen in die Richtung. Ja, euch wahrscheinlich nicht. Ihr seid zu langsam. Okay, aber wir halten die Position. Oh Gott, damn it. Dreckigen Penner. Hau das Ding bitte weg. Das ist wichtig. Wieder nur, wenn du gerade drankommst. Okay, jetzt soll es passen. Oder nicht. Jetzt aber. Bitte reparieren. Rachel ist fast fertig. Okay, dann können wir weiterziehen. Enemy railgun firing on friendly. Oh, noch mehr, really? Close the distance. Creeping bastards. Go ahead. Read. All stations. Port it. We gotta go. Hast du noch eine Spezialfähigkeit? Nee. Rachel, your team cannot be extracted safely until the Galcian have been subdued. Hold your position. Go for armor. Ja, das ist schön. Kannst du trotzdem bitte hier in die Richtung kommen schon mal? Strike copies. Move order confirmed. Ich hätte es gerne, dass du mir ein bisschen unter die Arme greifst. Aber gut, ich meine, auch die TP unseres Carriers sind nur Rohstoffe, die wir nutzen können. Hallo Unfug, schön, dass du reinschaust. Oh, das war wichtig. Wir brauchen das Artefakt. Wir müssen wissen, was vor sich geht. Wir müssen wissen, was ihr Bruder gefunden hat.
modification now. Yes, nice. Oh, Rohstoffe. Has been greatly increased, and interference from the storm has been filtered out. Excellent. Contact range increased. With our sensors now operational, we've detected a hostile cruiser supporting the enemy offensive. Oh crap. Die haben Kreuzer hier. The enemy cruiser. What? Willst du mich verarschen? Oh, warte mal. Wir können jetzt endlich die Produktion machen. Sehr gut. To collect them efficiently, we need support cruisers deployed alongside our salvagers. The PC fabrication facility can now be upgraded to produce support cruisers. Ja, wir brauchen Support Cruisers, aber ganz ehrlich, ich hätte auch gerne noch einen zweiten, aber das sind 1000 Ressourcen, die ich jetzt einfach mal so wegballere. Ich meine, da hinten sind noch ein paar. Von daher nicht ganz so wild, aber wir müssen jetzt erstmal kurz reparieren. Armored Assault Vehicle Fabrication online. We are getting comfortable. Begin constructing armored assault vehicles as soon as possible. Wir müssen unseren Carrier hochhalten, sonst überstehen wir das hier nicht. Rachel. Gaussian units seem to be using Nachladefähigkeit. To communicate with each other. Die Nachladefähigkeit hätte ich auch gern. If I can find a way to hack in. I'll have to analyze their system architecture. Could take a few days. Get that unit back on. Roger that. Ich werde ihn jetzt voll auf Kapisi-Heilung haben. Armor systems inoperative. Weapon range systems offline. Besser geschützt zum Feuerrad ist nice. Ganz ehrlich, eigentlich brauche ich gerade nicht. Ich brauche Heilung. Dann können die nämlich hier hin und Rachel geht auch dorthin und die werden hier vom Carrier geheilt. Wir können endlich. Sehr schön. Wir können endlich gepanzerte Angriffsfahrzeuge machen. Oh, Reparaturgeschwindigkeit verbessern. Oh, damn, ich will so viel. Ich habe keine Ressourcen. Wie läuft es bisher? Es läuft bisher ganz gut. Wir sind in der Mission 3, glaube ich. Ja, wir gehen es langsam an. Ich werde jetzt nicht hetzen. Support Cruiser. Boah, der kostet 650. Wir dürfen die Dinger niemals verlieren. Und 25 Ressourceneinheiten. Nicht nur Konstruktionseinheiten, sondern auch Ressourceneinheiten. Das ist teuer, aber das ist für die Reparaturfähigkeit. Ich will ihn haben. Wir haben nur ein Limit von 100, aber ich will ihn haben. Wir müssen unsere Einheiten einfach besser einsetzen. Wir brauchen ihn aber. Wir brauchen einen zum Reparieren. Wir brauchen einen für Ressourcen. Und für Reparaturen am Carrier, wenn es geht. Ach so, wir können unseren Carrier nicht mitnehmen, ne? Das heißt, unser Carrier wird hier allein auf sich aufpassen müssen, während wir unterwegs sind. Oh, damn. Ja, okay. Go for Capisi. We will deal. Reading you. Rachel ist wieder fit mit ihren 10.000 fucking Lebenspunkten. 15.000 nur für unseren Carrier. Ich hätte gern bei ihm ein bisschen mehr, so 30.000. Da kommt unser Begleitkreuzer raus. Schaut sich an, voll animiert. Voll geil. Oh, wo? Can you confirm visual? Ach da, okay. Alert, the carrier vehicle is taking fire. Red alert, the manned carrier taking fire. Carrier repair systems are unavailable. Receiving, target, readjust. Okay, kein Problem. Ja, also sie werden dauernd unseren Carrier unter Druck setzen. Was ich nicht so cool finde. Du bist unser... Ich würde sagen, dich packe ich zur 9 dazu. Dich packe ich zur 9 dazu. Unseren Carrier müssen wir vollständig alleine lassen. Es ist schade, es tut mir auch sehr weh. Aber es ist so. Wir haben keine Wahl. Vielleicht kann ich dich auch auf die 7 setzen und dich auf die 8. 9, 10. In der 9 kannst du dann raus. Okay. Weil dann haben wir hier unseren Rohstoffcarrier 8, 9, 10. Und alle Rohstoffschiffe. Schön gruppiert, dass ich immer gut abbauen kann, hoffentlich. Wir müssen dorthin und uns umschauen. Das hier ist Attack Move mit A. Ich finde dieses die Animation hier voll geil, dieses Sensornetz praktisch, voll gut. Es zeigt praktisch, wo sie sich dann umschauen nach Gegnern und so, ist voll gut. Ah, diese Wüste, ne? Die Hölle für mich. Das wäre der absolute Tod. Der absolute Tod für mich. Aber irgendwie ist es schon geil. Rachel, we've located abandoned coalition railguns, part of the Ifrit Nabal's fleet. They're damaged, but recoverable. Roger that. Whoa. We can use our support cruiser's repair beam to bring them back online. Clear. To produce oh, more railguns, baby. Upgrade the Capisi's fabrication facilities. Spool up. Okay, wir können auch Railguns haben. Interesting, das wusste ich nicht mehr.
Ganz ehrlich, du wirst jetzt auf die 4 gesetzt, die Rayguns will ich auf der 3 haben, denn jeder hat spezifische Targets und man sollte niemals mit Box Select arbeiten, wenn es sich vermeiden lässt. Man sollte in diesen Games, in allen Homeworld Games, immer mit Gruppierungen arbeiten, mit Strike Forces, die man eben so designt hat, dass sie für das gut sind, was man gerade braucht. Alles andere macht keinen Sinn. Oh, du warst die 4, das heißt, du willst auf die 5 gehen. Wir bauen jetzt langsam unsere Control Group so ein bisschen damit auf. Du reparierst hier schnell. Awesome. Du bist auf der 3. Gib bitte zu unserer Strike Force. Rachel, komm zurück. Hier ist keiner mehr. Nein, hier ist keiner mehr. Okay. Ich würde gerne mehr rauszoomen. Hier ist noch eine Railgun. Hier hinten war aber keine Railgun. Ah, hier haben wir auch zwei Railguns. Das ist ja strange. Okay. Ganz ehrlich, ich hole mir erst die hier. Ich werde mir jetzt erst die hier holen. Wir lassen unsere Ressourcenoperation ein bisschen alleine, aber hier hinten ist der fette Kreuzer und wir brauchen die Railguns dafür. Denn den Kreuzer kriegt man nicht so leicht klein, außer mit Anti-Armor-Waffen und Railguns sind Anti-Armor-Waffen. Währenddessen wird hier schön abgebaut. I love it. Wir kriegen sehr schnell sehr viele Ressourcen rein. Super. Als Gammarit ist es ziemlich schlecht in der Wüste ohne Wasser. In der Tat, Dragon, in der Tat. Das sehe ich nämlich ganz genauso, abgesehen von diesem ganzen verdammten Sand. Wo? Wo? Ich meine, das Gute ist, wenn die RUs weg sind, ist das positiv für uns. Solange wir sie haben und nicht der Gegner. Hostile strike craft down. And engage on site. Reading. Keep eyes out for target. Ready. Na, du siehst nicht gut aus. Komm zurück. This is the captain. Be advised. Carrier repair systems online. CU field expanded. Okay, wir haben ihn gerettet. Das Geile ist, wir kriegen richtig gut erfahrene Truppen. Und ihr seht's hier. Plus 100 Rumpf und plus eine Panzerung. Dadurch, dass er so... Und er hat 150% Waffenschaden. Mega... Oder nee, hat er noch nicht. Den kriegt er als Captain. Aber ja, je besser wir die am Leben halten, desto besser für unsere Gesamtkampfkraft. Wir werden die definitiv nicht am Leben halten, aber hey, momentan... Wir haben so wenig Ressourcen. Ich versuche so viel daraus zu ziehen, wie nur möglich. Nachladefähigkeit, die Railgun-Produktion. Ich glaube, Produktion freizuschalten ist erstmal das Wichtigste. Wir brauchen Railguns. Jede Menge. Es wäre cool, wenn du hier auch noch hin könntest. Außerdem haben wir hier noch unsere 5, die nicht mitgekommen ist. Kannst du sie verteidigen, bitte? Ich glaube, das wäre das Beste, weil sie kann ebenso reparieren. Sie tut es aus irgendeinem Grund nicht. Kann ich das auf automatisch stellen? Yes, I can. Nice. Okay, cool. Wir wissen, mit Alt können wir die Dings anstellen. Das passt aber, wir warten hier kurz. Begin constructing railguns and use them against Gaussian armored units. Systems online. Copy. Displacing now. Railgun nehmen wir auch mit. Ja, gegen Armored Units, weil dagegen sind sie gut, weil Armored ist langsam. Das heißt, unsere Sniper können auch wirklich snipern. Okay, wir sind fit. Kommt ihr auch mit? Die sind schneller, deswegen bin ich schon vorausgefahren, weil die hier sind langsam, sie ist auch langsam. Die Dinge hier sind verdammt schnell, außerdem können wir denen einen kleinen Boost geben. Schaut mal hier, wie die Wolken da noch stärker werden. Schönes Detail. Voll gut. Und lassen sie richtig schön Wolken hochgehen. Ja, wir wollen nur die Rayguns befreien. Ich wusste gar nicht, dass wir auch welche haben. Das habe ich schon wieder vergessen, seht ihr? Das ist 3 Jahre her, seit ich das gespielt habe, sagt mir Steam. Gehen wir durch die Hilfe der Evolution in Sandkammeri. Bitte nicht. Außerdem dauert das 100.000 Jahre Minimum. Destination set. Wahrscheinlich mehr eine Million und so viel Zeit habe ich nicht. Ich habe doch keine Zeit. Okay, hier machen wir mal ein Box-Select, weil euch will ich in Sicherheit wissen. Wenn auch nur in trügerischer Sicherheit des Carriers. Wir werden euch dorthin bringen, wo ihr hin müsst. Sobald es notwendig wird. Copy. Railgun responding. Get that unit back online. Move. Yes, please do. Wir könnten auch hier zu dem Kreuzer gehen, aber ich will auf jeden Fall die andere Railgun haben. Das heißt, wir werden hier hingehen. Außerdem liegen hier noch Ressourcen, habe ich nämlich eben aufblitzen sehen, und zwar nicht wenig. Und ich weiß nicht, ob wir die Ressourcen, wie in Homeworld, am Ende der Mission bekommen, wenn wir sie nicht abgebaut haben. Ich glaube nämlich nicht. Ah, die Railgun. So geil. Sau geil.
And the next one is... wo ist die andere? Hier. Control Group 3 designated. Es wäre schön, wenn du mitkommst. Okay, wir haben alles. Wir brauchen noch eine Railgun. Die ist hier hinten. Und dann müssen wir schauen, wo wir angreifen. Wir haben keine Scouts leider. Which sucks. It really does suck. Wir brauchen definitiv Scouts. Um rauszufinden, wie es hier aussieht. Denn vielleicht nehme ich einfach... Vielleicht baue ich ein neues kleines Pizzle-Ding und opfer ihn. Das ist ein bisschen traurig, aber im Krieg müssen Opfer gebracht werden. Leider. Oh, die Thunder-Fähigkeit. Hochgeschwindigkeitsgeschoss, bricht Panzerung auf, Zielpanzerung wird 10 Sekunden lang um 4 reduziert. Das ist super gegen sowas wie einen Zerstörer, der da gerade vor uns steht. Oder Cruiser, ist ein Kreuzer. Das ist richtig gut. Ich will die Sachen alle haben, aber wir haben einfach nicht die Mittel dafür momentan. Ich glaube, ich werde trotzdem dies hier nehmen. Weil das einfach so wertvoll ist. Das ist so abartig wertvoll. Wir haben noch nicht eine gebaut. Sollten wir? Das ist nicht das Richtige. Nee, nicht E, sondern R. Und dann T. 450. Ja, lass uns eine bauen. Gary wird bald wahnsinnig. Ein Sandflohkrebschen, da baut der Sandburgen. Ein Sandarit. Jetzt musst du Sandame auch editieren, was? Ach so, wegen dem... Oh Gott, wegen dem Gariados. Oh nein. Ja, ich werde wirklich wegen den Garamons ziemlich... Also klingt das ja nach Copyright-Verletzung. Da wäre ich wirklich ziemlich crazy bei. Wenn wir auf einer Düne stehen, haben wir einen Kampfbonus, as far as I know, gegenüber welchen, die unterhalb der Düne stehen. Wenn wir unsere Railguns hier postieren, hätten wir einen ganz guten Stand. Ist noch eine... Hätten wir 5 Stück. Am liebsten hätte ich in jeder Gruppe so 16 Stück. Das wäre das Geilste, aber dafür haben wir gar nicht die Kapazität momentan. Ich meine aber, das ist nur momentan so. Nehmen wir mal alle mit. Gut, du folgst ihr, das ist sehr schön. Das heißt, wir sind immer relativ nah an unseren Leuten, um sie zu reparieren. Ich lasse unsere Railguns mal hier oben stehen, für den Fall, dass jetzt Gegner um die Ecke kommen. Die kommen hier hin. Ja, okay. Ja gut, die sollte er aber relativ schnell ausschalten können. Wir kriegen 2 Raketen mit jeder Welle. Und die tut dem ganz schön weh. Ja. Außerdem sind Angriffsschiffe nicht so gut von der Reichweite. Anders als Railguns. Ich habe meine Ressourcenoperation mitgenommen hierfür. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts mehr. Ich wüsste es zumindest nicht. Rachel, du wirst mal ein bisschen vorausgehen müssen und hoffentlich den... Oh, der Kreuzer hat sich bewegt. Der war vorher hier und der ist jetzt hier hinten. Gut für uns, denn hier wäre eine gute Position für Railguns auf den Kreuzer. Also können wir dann in aller Ruhe unsere Railgun hier sammeln. Und unsere Ressourcenoperation angehen. Ich werde nicht alle Salvager mitnehmen. Ja, obwohl... Es gibt ihnen bessere Deckung, ne, wenn sie dort bei dem Reparaturbegleitkreuzer sitzen. So, du bist jetzt auch dabei. Control Group 3 designated. Passt. Ich glaube nicht, dass wir noch viel, viel mehr Schiffe bauen werden. Ich will auf jeden Fall die Ressourcen noch abbauen. Wir werden Ressourcen brauchen. Wir werden nicht so eine große Knappheit haben, aber je mehr Ressourcen wir haben, desto besser für uns. Immer. Okay, Capisi sieht auch fit aus. Ist so traurig, dass ihr Bruder hier gestorben ist wohl. Aber wir erfahren noch was über den nächsten Cutscene, also seid gespannt. Oh, hier machen wir aber auch einen Cut. Sowas neu, nenne ich Kunst neu erfinden. Garimons oder Garimons? Garimon ist, glaube ich, ein Digimon. Das wäre auf jeden Fall ein Copyright-Problem. Und da wollen wir ja nicht unbedingt hin, ne? Das ist ja gefährlich. Okay, haben wir Konstruktionseinheiten, ein bisschen Schrott sammeln. Sollte relativ schnell gehen und dann können wir vielleicht noch ein paar Einheiten produzieren, I'm not sure. Schauen wir mal. Warum seid ihr dort? Warum bist du bei dem? Euch schicke ich gleich wieder zurück zum Träger, denn dann können wir den Träger reparieren mit dem Begleitkreuzer. Ich mag das Chatter. Das ist voll gut.
Ich glaube, es gibt ein Digimon, was so heißt. Der Raimon? Es gibt so viele Leute. Und die sind alle so beschissen von den Namen, ganz ehrlich. Die sind so beknackt. Ich finde die Namen von Digimon so schlimm gewählt. Zumindest habe ich keinerlei Recognition bei einem Namen davon. Bei Pokémon eher. Aber die basieren auch auf Latein. Ist vielleicht für uns einfacher, ne? Ist wahrscheinlich irgendein Japaner-Kram. Also japanische Wortstamm, der da mitgenommen wird oder so. I don't know. Aber für mich bedeuten die Namen absolut gar nichts bei Digimon. Absolut gar nichts. Und das hat mich schon immer gestört. Finde ich ein bisschen schade. Du hast nie was mit Digimon zu tun gehabt. Ich ein bisschen. Melly ganz viel. Melly liebt Digimon. Yay! Yeah, Digimon! PC, go ahead. Sollen wir noch ein paar Railguns machen? 3 Stück? Maybe. Wir können noch die Feuerrate verbessern, was extrem geil ist. Genauso wie die Nachladezeit beim Rauchvorhang. Das ist nicht so wichtig, finde ich. Den brauchen wir noch nicht. Reparaturgeschwindigkeit und Feuerrate wären hier nice, aber dann ist, seht ihr, 1500 Ressourcen. Einfach so, blah, gone. Einfach so. That's not nice. Oh, Leute, 3 Stück, wisst ihr, wie viel das kostet? Wow, das sind auch schon 1400 Ressourcen knapp. Ja, das sind 1400, oder? 1350, glaube ich. Damn, und die nehmen 3 Slots ein. Aber ich denke, wir werden sie brauchen, von daher... Ich meine, hier, das gibt mir eine Feuerrate von 25% mehr auf 5 Stück. Das heißt, effektiv gewinne ich 1,25 mehr Feuer. Also 125%. Das ist ein Schuss und alle 4... Keine, sagen wir mal, jetzt geht jede Sekunde ein Schuss, alle 4 Sekunden ein weiterer Schuss. Wenn ich 3 neue baue, gewinne ich weit mehr gerade. Dann gewinne ich nämlich 300% anstelle von 125%. Und damit ist das hier noch nicht tragend für mich. Brauche ich lieber die 3 mehr momentan. Ja, du bist nicht wirklich repariert, aber seid ihr fertig? Unfortunately haben wir alles schon abgebaut. Geht ziemlich schnell. Ist auch nicht schlecht, dass es so schnell geht, aber... Wir warten noch, bis die fertig sind. Die Frage ist, wo greifen wir an? Ich habe das Gefühl, von hier wäre gut, wenn die Railguns die Reichweite haben. Da bin ich mir nicht sicher, weil ich es auch nicht angezeigt bekomme. Von hier oben wäre gut, hier runter zu feuern, kriegen wir einen Höhenbonus. Von hier maybe. Aber wir kommen nicht hier hinter, so oder so. Weder von hier noch von hier, glaube ich. Maybe, wenn wir von hier schon raufkommen, dann könnten wir uns hier positionieren und darauf feuern. I don't know. Versuchen wir es nicht zu kompliziert zu machen. Wir kommen von hier und hier oben stehen unsere Railguns. Sollte hoffentlich gut genug sein. Okay, Produktion dürfte fertig sein. Yes. Thank you. Jetzt haben wir von jedem 8. Ich denke, das ist gut. Ja, ich war voll Pokémon und 0 Digimon. Ich wusste lange nicht mal, dass es das gibt, okay? Interesting. Wo schon wieder? Ist hier wieder hier hinten, oder? Nein? Okay. Wo ist hier bitte einer Hostile? Dreckling als Jens. Ich meine, sie haben ja nicht mal unbedingt Unrecht. Sajuk hat das, wie gesagt, nicht aus... nicht aus Jux und Dollerei gesagt, dass man keine Hyperspace-Sachen machen darf. Oh, hier haben wir schon einen mit 200 extra Rumpf. Geil. Es ist so wichtig, dass die upgraded werden, finde ich. Das bringt so gute Boni. Beim nächsten Rang kriegen wir 4 Panzerungen dazu und dann 150% Waffenschaden. Dann ist einer so gut wie anderthalb. Das heißt, ich hätte hier keine 8, sondern 12 sitzen. Wenn die alle auf dem Level sind. Das wäre super. Das wäre richtig gut. Ihr seid leider ein bisschen down, aber ich glaube, wir werden gleich so viele verlieren bei dem Carrier. Das ist ein bisschen tragisch. Und wir dürfen mit unserem Carrier leider nicht mit hin. Ja, da seid ihr. Ja gut, das kriegen wir hin. Außerdem haben wir Reparaturfähigkeit hier. Sobald die hin sind, bam, 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 machen wir einfach das und der hier wird sofort repariert. Ja, kein Problem. Okay. So, unsere Schiffe sind eingetroffen. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen Speicher. Ich will nämlich möglichst wenige Leute verlieren und vielleicht kriegen wir das ja sogar hin. Mal schauen. Oh, das ist super coole Cuts, hier, Screenshots. Nein, 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 nein. Nee, warum funktioniert das Cape nicht?
Es ist sehr klassisch, dass das Escape nicht funktioniert. Wir sammeln uns hier. Dann werden wir unsere Railguns hier hochziehen und mit den anderen hier rüber gehen. Hier dürfen wir noch in Sensordeckung sein. Dürfen uns nicht sehen. Außer wir sehen schon was. Ich glaube nicht, wir brauchen Visuals dafür. Keine reinen Sensoren. Ihr solltet euch hinter dem Carrier bitte verstecken. So ist gut. Begleitkreuzer kann ruhig ein bisschen Schaden einstecken, die Capisi nicht. Beziehungsweise die Capisi auch, aber ihr nicht. Okay. Ja, dann. Ja, ist nicht so prickelnd hier oben. Kann ich hier hin? Ja, da kann ich hin. Okay, ihr geht mal hier hoch. Und dann schauen wir, dass wir die hier oben hin bewegen und dann drauf feuern können. Armor confirmed. Copy. Displacing now. Operators on this channel upload scan data through local network. Ich will die vor allem nicht vorausschicken, weil die werden sofort niedergemetzelt. Ich will, dass die Railguns drauf feuern. Vielleicht sind die dann in der Reichweite, dass er nicht feuern kann. Dann können wir den sowieso so platt machen. Aber es ist ein Kreuzer, es ist kein Trägerschiff wie bei uns. Das heißt, der ist definitiv stärker bewaffnet und hat sicher mehr Raketen als wir. Wisst ihr was? Ich glaube, ich schicke Rachel rein. Oh, crap! Ja, wir auch. Hostile. Destroying them before assaulting the cruiser should tip the engagement in our favor. Armor copy. Ja, dieser scheiß Kreuzer und unsere Railguns werden gerade auseinandergenommen. Das ist nicht so cool. Light attack vehicle is under fire. Ready. Ihr habt die Thunder-Fähigkeit, aber... Ah, wisst ihr was? Das hätte ich machen sollen. Smokescreen. Alert, Rachel is in contact. Copy. Hostile railguns opened up. Punch it. Support craft engaging. Hostile lock. Op ready. Alert. Rachel is at 75% hull integrity. Oh, schon. Wow. Die wird ja ganz schön zerpickst. Go for order. On target. Reading. Tracking target. Armored vehicle is taking fire. Fire on target. Sehr schön. Meine Railguns kommen rein. Ziel erfüllt. Fernkampfeinheiten wurden vernichtet. Und dann der Kreuzer. Hoffentlich. Danke, dass mir das Spiel das jetzt abnimmt. Galsian Support Cruiser destroyed. Remaining enemy units falling back. Ich weiß nicht, ob wir Verluste haben. Sensors are picking up multiple enemy signatures at the extremity of our range. I've got two carrier class vessels in tow. Oh damn! The Galsian have located us. We have no choice. We need to keep moving deeper into the open desert. Set course for the Sarathi Basin. Once we arrive, we'll transmit the Sakala our coordinates. Engine crews, stand by to engage maximum power. Ja, lassen wir die Sakala einfach mal in die zwei Trägerschiffe reinfahren. Das ist eine coole Sache. Yay, wieder eine Mission. Science Officer Rachel Sajet, Expedition Carrier Capisi. We found my brother's ship, the Ifrit Nabal, the flagship of our coalition's lost expedition from 4 years ago. His fate and that of its crew remains unknown. Da können sie hier draußen überleben. What did you find out here? What have they done to you? Jacob Sajet. Ja, Leute, aber hier machen wir auch wieder einen Cut. Die Mission war ziemlich lang. Schauen wir mal, wie lang die nächste wird. Wahrscheinlich wieder so lang, das ist klar, ne? Wir sind noch 5,89 Millionen Meilen entfernt. Millionen ist ein bisschen viel, oder? Wie groß ist denn dieser fucking Planet? So groß kann er nicht sein, aber irgendwie Meilen wahrscheinlich oder Megameter something. I don't know. Auf jeden Fall sind wir noch ein ganzes Stück entfernt von der Anomalie. Das ist unser Ziel. Da kommt die Kampagne hier zu einem Finale. Das werden wir dann hoffentlich bald sehen. Ich freue mich drauf. Wir haben 30 Einheiten. Ah, ich glaube, wir haben eine Railgun verloren. Haben wir auch ein Begleitfahrzeug verloren? Ne, ich glaube nicht, aber wir haben eine Railgun verloren. Das ist teuer, das sind 450 Konstruktionseinheiten, aber hoffen wir mal, dass es nicht so schwer wiegt. Unsere Systeme sind immer noch nicht vollständig online. Die Gesamtenergie ist immer noch ziemlich gering, wenn man bedenkt, dass 22 Maximum wäre und Treibstoff und Wasser geht uns langsam, aber sicher aus. Wie lange wir wohl noch durchhalten? Sehen wir dann beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Tschüss.